Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie mit dabei sind bei der aktuellen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Und alle fleißigen Zuschauer hier bei uns, die wissen das, ja, am Freitag ist Kochtag bei Der Tag. Zuvor aber wie gewohnt die aktuellen Meldungen des Tages für einen Überblick über die Situation in Vorarlberg. Laut Bundesministerium gibt es mit Stand Freitag, 3. April, 17 Uhr, 11.444 Coronavirus-Fälle in Österreich. In Vorarlberg wurden 713 Personen positiv getestet. Landeshauptmann Markus Wallner hat am Freitag auch verkündet, dass die Quarantäne in Nenzing und der Arlberg-Region aufgehoben wird. In Lech gibt es aber eine Ausnahmeregelung für die Ausreise von Arbeitern und Gästen. Das Gesamtquarantänegebiet wird auch für Lech aufgehoben, aber es wird eine eigene Verordnung erlassen, heute mit 0 Uhr in Kraft gehen, die ein Ausreisemanagement genau regelt. Ja, und jetzt ist es soweit. Vor 2 Wochen durfte ich mit unserer Freitags-Koch-Challenge starten. Damals habe ich mich für ganz einfache Gemüsenudeln entschieden. Meine Kollegin Johanna Wendlinger hat dann eine Woche drauf nachgelegt mit einer Kochsession in ihrer WG. Zweimal vegetarisch also. Ja, und für alle, die auch einmal gerne etwas Fleisch essen, ja, unser Produktionsleiter Alexander Jenny tut das auch gern. Heute geht's Fleisch. Nachdem die letzten 2 Wochen meine Kollegen, der Philipp und Johanna, vegetarisch gekocht haben, habe ich mir gedacht, heute muss ich mal was Gehöriges gekocht werden. Ich bin der Alex, ich bin Produktionsleiter und Kameramann bei Ländle TV und heute habe ich mal die Seite gewechselt und koche für euch ein feines Steak-Sandwich. Anfangen tun wir mit dem Zwiebelschneider. Eine ganze Zwiebel in ganz feine Ringe. Die Zwiebeln sind geschnitten. Die müssen jetzt etwa 10-15 Minuten ganz langsam goldblut dünstet werden. Ein bisschen Olivenöl, Hitze ist gut. Da muss man gut drauf schauen, dass der Hafer nicht zu heiß ist, weil sonst würden sie brauen und verbrennen und die sollten wirklich ganz langsam dünstet werden. So, kommen wir zum guten Teil, das Fleisch. Ich lege das immer 3-4 Stunden vor ich koche ein, nur ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, ein bisschen Knoblauch und ganz wichtig, ein Schuss Cola. Das gibt ganz einen leichten süßlichen Geschmack und vor allem macht das Fleisch richtig zart. Klingt schräg, aber Cola, nur ein Schuss, ist super. Rosmarin ist auch ein trockneter. Normalerweise nehme ich gerne frischer Rosmarin, 2-3 Zweige drüber. Ich wollte mir aber heute nicht auch den Mundschutz nochmal extra anziehen, weil ich keinen frischen Rosmarin da habe. Das Fleisch lassen wir noch ein bisschen zu, wir machen den Wildsoße fertig. Da kommt jetzt rein. Etwa 2 Löffel Dijon-Senf, körniger. Ein bisschen Wasser. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen, Ustersauce. Die meisten Leute meinen, Worcestersauce sieht man da, aber das ist falsch, das heißt Ustersauce. Gehöriger Schuss. Ich mache das auf dem Teppan, das ist ein Edelstahlgrill, das hat natürlich nicht jeder daheim. Ich kann das Steak natürlich ganz normal in die Pfanne machen. Ich haue da alles auf, ich haue Gemüse auf, Fisch, Fleisch, der ist bei uns fast täglich im Einsatz. Und für so ein Steak ist es natürlich genial. Die Temperatur passt, ein bisschen Olivenöl, jetzt hauen wir gerade die Knoblauch ist auch noch auf und jetzt kommt das geniale Steak. Steak ist natürlich immer eine Frage, wie lange lässt man es da, wie hat man es gern. Ich mag es gern rare, das heißt in der Dicke ca. 1,5-2 Minuten pro Seite. Und dann ist es auswendig schön, roh, knusprig und einwendig ist es noch richtig saftig. Ein Thema beim Steak kochen ist auch immer wieder, ob man vorher den Pfeffer rauf und nachher. Viele Leute sagen, der Pfeffer wird verbrennt, das tut dem Geschmack nicht gut. Ich tue es gerne auf dem Grill da. Ich habe so in der Marinade schon drin, tue jetzt aber trotzdem nochmal ordentlich Nachpfeffer. So, umdrehen. Ja, das schaut perfekt aus.
So, das Steak ist fertig. Jawohl. Jetzt nehmen wir das Steak und schneiden ganz feine Scheiben. Perfekt. Sagen wir, wie rot es ist. So, das langt jetzt für unsere Sandwiches. Ich und meine Frau kochen ja gerne gemeinsam. Sie hat mir da Butterbrote gemacht. Heute haben wir ein Dinkelbrot genommen, kann man aber auch gerne ein Reisbrot nehmen. Jeder, wenn er es mag. Jetzt ein bisschen Rucola rauf. Kann man Nüsslisalat nehmen, normalen grünen Salat. Jetzt das super Steak. Kommt jetzt hier rauf. Und zu guter Letzt die Senf-Zwiebelsauce. So, und fertig sind zwei sensationelle Steak-Sandwiches. Aber in Zeiten wie diesen, ganz wichtige Zutat, immer gesund, Whisky. Hab im Messer zwar nichts zum Tor, aber im Kochen. Zum Wohl, ein guter und bleiben gesund. Na, das sieht also wirklich richtig geschmackig aus. Hut ab, Alex, das hast wirklich richtig super gemacht. Ja, und wer noch das richtige Getränk zu einem wunderbaren Essen zu Hause sucht, wir haben da was entdeckt. Geschlossene Restaurants und Hotelbetriebe, kein Feierabendbier in der Kneipe. Dies macht nicht nur den Hoteliers und Gastrobesitzern zu schaffen. Auch Zulieferer wie zum Beispiel Getränkehersteller bekommen dies zu spüren. Aus der Not eine Tugend machen, dies versucht die Vornburger Brauerei in Bludenz und öffnete am Mittwoch den ersten Bier-Drive-In. Also wir versuchen natürlich auch, auf die Krise zu eingehen und diesen Abstand zu wahren und trotzdem aber schauen, dass die Leute zu Vorburg Produkten kommen und haben jetzt den ersten Drive-In aufgemacht. Das läuft so auch, dass eigentlich halt der Kunde herfahrt, bestellt, dann wird ihm das Zeug eingeladen und dann kann er Bargeld losbezahlen und wieder wegfahren. Beim Drive-In kann man aus dem gesamten Sortiment vom Brauereilader auswählen und so kontaktlos seine Getränke oder Biergeschenke mit nach Hause nehmen. Das war's nun schon wieder mit der aktuellen Ausgabe Der Tag hier bei uns auf Ländle TV. Ich darf Sie noch auf das Wochenende hinweisen, denn am Sonntagabend um 18 Uhr gibt's zum ersten Mal Theater hier bei uns auf Ländle TV zu sehen. Und am Sonntagvormittag gibt's auch den nächsten Live-Gottesdienst. Also da lohnt sich's auf jeden Fall auch am Wochenende einzuschalten. Jetzt gibt's noch unser Kachelmann-Wetter und ich darf mich verabschieden. Ein schönes Wochenende und machen Sie's gut. Heute miteinander beim Ländle TV Wetter. Wunderbar, weiß jetzt in der Natur, blauer Himmel wie hier am Jannasee, der Frühling erwacht, aber wir dürfen eigentlich nicht hinaus. Also, das heißt, bleiben Sie zu Hause. Wir schauen zurück auf den Monatsrückblick März. Da hatten wir temperaturmäßig 6,8 Grad, er war also 0,7 Grad wärmer als der langjährige Durchschnitt. Regenmäßig ist in Bregenz etwas zu wenig Regen gefallen, 74 Liter pro Quadratmeter gegenüber dem langjährigen Durchschnitt von knapp 100 Liter pro Quadratmeter. Schauen wir auf das Wochenendwetter, es ist wunderbar. Am Samstag starten wir zum Teil im Rheintal noch mit leichtem Frost, minus 1 Grad so zwischen Dornbirn und Götzis. Sonst aber minus 3 Grad zum Beispiel im Bregenzer Wald, tagsüber dann strahlender Sonnenschein, eigentlich richtig sonnig im ganzen Land. Am Nachmittag über dem vorderen Bregenzer Wald und der Arlbergregion ein paar flache Quellwolken, kleine Schönwetterquellwolken, sonst bleibt es überall beim strahlenden Sonnenschein. Die 0-Grad-Grenze, die liegt auf 2100 Meter Höhe. Das sonnige Frühlingswetter hält am Palmsonntag und bis weit in die nächste Woche hinein an. Die Nächte nicht mehr frostfrei oder nur noch ganz knapp, es geht dann aufwärts. Temperaturmäßig schon 20 Grad am Sonntag, nächste Woche noch milder. Der Frühling bleibt bestehen. Für Gott bei Ländle TV.